Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall leider erstmal wieder mit diesem Part von euch, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen... Oh, verdammt. Gegner. Oh, fuck. Oh, fuck. Gut, wo war ich? Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde. Guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin's mal wieder, der Beardude, und ich nehme euch heute mit in eine weitere Folge Bloodborne. Und diesmal gibt es fette Bosskampf-Action. Wir haben es ja beim letzten Mal am Ende noch einmal versucht und tierisch auf die Fresse gekriegt. Aber wir sind auf jeden Fall schon weitergekommen als wir, ja, als beim ersten Mal. Und jetzt befinden wir uns gerade im Traum des Jägers. Und da machen wir mal einen Jump in das Spiel. Da ist er, unser super geiler Ryugar-Man. Ja, und ich habe keine Lust, den Boss zu probieren. ja, gut, mit der können wir ja jetzt auch nichts weiter machen. Wir haben ja keine Seelen, die müssten ja alle... Ne, Entschuldigung, ich wollte mir ja mal angewöhnen, Blutechos zu sagen. Die liegen ja alle bei dem dicken, fetten Boss rum. So, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas Cooles machen können. Ich gehe aber mal nicht davon aus. Jägergewand. Ja. Jetzt die Frage, ist eigentlich das Jägergewand besser als das Yharnam-Jägergewand? Guck mal, Jägermütze hat hier 50-50. 50-40, 40-40, 50-40, 50-20. Was ist denn dieser Stern? Das ist, glaube ich, Arcane Damage Protection. Nenne ich es einfach mal. Also die ist auf jeden Fall von den Rüstungswerten, glaube ich, absolut identisch. Beziehungsweise, ja, ziemlich unterschiedlich eigentlich. Ja, also so wirklich besser ist die nicht. Die ist halt anders. Wie auch immer. Gut, was gibt's noch zu sagen? Darauf gehe ich im Spiel ein. Ich habe noch ein paar coole Infos für euch. Ja. Wir teleportieren uns auf jeden Fall erstmal wieder zurück in die Welt. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Große Brücke, das war dort oben. Zentrum von Yharnam. Wie kommen wir denn am schnellsten zu dem Boss? Ja, vom Zentrum aus. Gut, und während es lädt, werde ich euch mal ein bisschen was verraten. Und zwar hat ein Kumpel von mir, der das Spiel auch spielt, der hat mir gesagt, diese kleine Spielurne, die wir haben, von diesem kleinen Mädchen, die wir gekriegt haben, wenn ich ein bisschen besser aufgepasst hätte, hätte ich das selber schon mitbekommen. Die sucht ja ihren Vater, beziehungsweise oder ihre Mutter. Und wenn man mal in die Item-Beschreibung guckt, das werde ich euch gleich mal zeigen, wenn wir im Spiel wieder drin sind, dann steht da ein Name geschrieben von einer Person, der wir schon begegnet sind. Und ich dachte, jetzt ist vielleicht die Ladezeit um, damit wir gleich umschweifen können. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Demnach werde ich einfach noch ein bisschen labern. So, gut. Zack, zack. Hier. Die kleine Spieluhr. Eine kleine Spieluhr von einem Mädchen aus Yharnam. Und da steht, eine kleine Spieluhr von einem Mädchen aus Yharnam spielt ein Lied. Oder spielt ein Lied ihrer Eltern, ja. Im Deckel befindet sich ein kleines Stück Papier. Vielleicht eine alte Nachricht. Zwei Namen sind schwach zu erkennen. Viola und Gascoigne. Quiggen. Und dieser Gast Quiggen ist der zweite Boss. Steht nämlich in der Energieleiste da, ja. Und der Kumpel hat mir auch gesagt, dass man mit dieser Spieluhr die Option hat, wenn man die einsetzt, den zu stunnen. Heißt also, es ist im Endeffekt ein Item, um sich den zweiten Bosskampf einfacher zu machen. Könnt ihr gerne ausprobieren. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich will es auch nicht ausprobieren, weil ich den Boss so besiegen möchte. Ich will es mir ja nicht hier einfacher machen. Dann muss ich auch nicht so ein Souls-Spiel spielen. Eben, so. Dann gibt es hier noch diese Jägerabzeichen, das ist auch noch ganz interessant. Es gibt nämlich, wie es ausschaut, leider keine Bossseelen mehr. Man bekommt jetzt immer so eine Schwert- oder, ja,
nicht Schwert, sondern generell Jägerabzeichen. Und diese Jägerabzeichen ermöglichen uns dann, uns im Shop neue Waffen zu kaufen. Das ist dann sozusagen im Endeffekt wie Bosswaffen. Ist auf jeden Fall, ja, nicht ganz so cool wie Bosswaffen schmieden, aber wenn man ganz ehrlich ist, so geil waren die Bosswaffen in den Dark Souls-Spielen auch nicht wirklich. Von daher ist es auch jetzt nicht so ein böser Beinbruch. So, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder reinfuddeln in das Spiel. Ich habe es jetzt nämlich leider auch ein paar Tage nicht mehr gespielt. Hängt damit zusammen, da ich mir auch die... Ach, Entschuldigung. Neue Version von Dark Souls zugelegt habe. Also hier Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Und das ist ja von der Mechanik her doch wieder ein bisschen was anderes. Und da ich das halt ohne Kamera einfach so für mich so ein bisschen zocke, konnte ich das natürlich schon ein bisschen weiterspielen. So, nee, wir gehen mal nicht hier hoch. Wir müssen hier unten lang bei diesen zwei Steinriesen-Dudes. Hier. Huah. So. Na komm. Na komm. Kuchiku. Zack. Sehr schön. 4 Blutfiolen. Alter Schwede, das ist genial. Oh, oh, oh. Scheiße. So nicht, mein Freund. So. Das war schlau gemacht, oder? Geheilt und eingesammelt und wieder volle Blutfiolen. So. Hier war der mega coole Shortcut. Zack, mit dem wir jetzt wieder zum Boss kommen. Und ich hoffe mal, wir kriegen den diesmal ganz gut hin. Ich bin ein bisschen skeptisch. Boah, das ist ganz schön laut hier. So. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist mit diesen Waffen, weil ich ganz, ganz häufig sehe, wenn Leute das Spiel spielen, dass die hauptsächlich mit dieser Waffe immer so hier zocken, weil die halt davon ausgehen, dass sie da mehr Damage macht. Das ist aber nicht der Fall, wenn man einfach mal auf die Schadenswerte guckt. Die macht so hier in diesem ausgeklappten Stadium deutlich weniger Damage, aber hat halt den Vorteil, dass man nicht so nah an die Gegner ran muss. Also man hat eine erhöhte Reichweite. Wenn man das aber zusammen macht, ist sie noch ein bisschen schneller. Man muss näher ran, aber sie macht halt deutlich mehr Schaden. Also das nur mal für die Leute, die es halt immer so zocken. So. So, da haben wir die alle zerlegt. Und da sind wir doch schon fast wieder beim Boss. Oh Mann. Zack. Na komm. Knapp. So. Raus mit den Eingeweiden. Und da haben wir doch schon wieder schön viel volle Tränke. Ihr Monster! Gut. Zack. So, die zwei hier schnappen wir uns auch noch.
Super, und dann sind wir wieder beim Bossy Boss. Ich darf jetzt auch nicht vergessen, unsere Seelen wieder einzusammeln. Aber wir schaffen das ja jetzt sowieso. Erinnerst du dich an Blitzüberfall? Ja, wir schaffen das ja jetzt sowieso. Demzufolge nach müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen. Oh mein Gott. Gucken jetzt nochmal. Ich hatte doch hier auch noch eine Waffe, hä? Ja, genau, die hatten wir ja noch, genau. Die hat ein ganz cooles Moveset, aber ich bin lustigerweise mit der mehr zufrieden. Demnach wählen wir auch wieder diese Waffe. Gut, also meine lieben Freunde, auf geht's durch den Bossnebel zu dem Boss. Wir polieren ihm jetzt das Maul. Los geht's. Boah. So, erstmal hier ein bisschen wieder rumgucken. Wo sind denn unsere fucking Souls? Hallo? Ich glaube, wir sind doch hier hinten irgendwo gestorben, oder? Scheiße. Ich sehe sie nicht. Da liegen sie dort am Baum. Nee. Oder hatten wir gar keine mehr hier? Hm. Oh, hier kommen wir ja noch hoch. Das ist ja witzig. Ja, ziemlich spektakulärer Bosskampf. Beat you, rennt davon. Ha! Shit. Yeah. Scheiße. Nice. Einmal kurz heilen. Oh. 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 Komm, 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 komm. Boah. Ja, der war doch nice. Oh, fuck. Komm. Nein! Doppelheilung. So. Na komm. Nutzlos. So, ich gehe mal wieder hier hoch. Da fand ich es eigentlich ganz cool zu fighten. So, komm ran. Komm, 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 komm. Ja! Endlich haben wir mal den Finisher geschafft. Oh, fuck. Na, toll. Zack. Ich geh mal lieber hier runter. Lalalalala. Gott. Scheiße. Ja. Dieser Fucker. Yeah. Bam. Super duper Ryuga Man. Und wir haben den Oedorn-Grab-Schlüssel ergattert. Ja, wenn man ganz smooth bleibt und chillig, dann kann einem doch hier gar nichts passieren. Aber der hatte diesmal gar kein Abzeichen für uns.
Schade. Boah, mein Herz klopft. Alter Schwede, das war ein spaßiger Boss. Und Siebter, wir haben nicht mal die Spieluhr gebraucht, so ein Schwachsinn. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Ach nee, wartet mal, wir hatten ja hier, da. Wie ging das Viereck? Schlüssel zum Tor, das Grab Ödons versperrt. Jenseits des Grabes findet man die Ödon-Kapelle im Zentrum des Kathedralenbezirks. Doch heute ist die Kirche verlassen und man sagt, die Einwohner von Ödon verrückt geworden sind. Achso, das die Einwohner, alles klar. Oh Gott. Ja, eine weitere Sache, was noch ganz interessant ist, damit habe ich mich mal ein bisschen beschäftigt, das ist oben rechts die Einsicht. Falls ihr aufgepasst habt, wir hatten vor dem Bosskampf 6 und jetzt haben wir 8. Und zwar ist das im Endeffekt ja sowas wie die Humanity aus den Dark Souls Teilen. Also die braucht man, um mit anderen Spielern zu zocken zum Beispiel. Dann muss man die dafür einsetzen. Und die kann man kriegen, indem man einem Boss begegnet. Also wenn wir zum ersten Mal einem Boss begegnen, dann ploppt eine Einsicht für uns auf, indem wir Bosse besiegen. Da kann man auch so ein, zwei bekommen. Oh geil, hier ist eine Laterne. Wie nice. Da kann man halt auch ein, zwei bekommen. Und sonst, wenn man in andere Welten geht, um Spielern zu helfen, dann kann man auch Einsicht kriegen. Und jetzt mal noch hier ein ganz netter Einsteiger-Tipp, falls ihr das Spiel noch nicht angefangen habt und das bald machen wollt. Man kann ja erst leveln, wenn man den, wenn man beim ersten Boss war und dort entweder gestorben ist oder den halt besiegt. Und das hat lediglich bloß zur Folge, dass man bis dato noch keine Einsicht hat. Das heißt, wenn man, sobald man einen Einsichtspunkt hat, kann man leveln in diesem Spiel. Und es gibt ja vor dem Boss die Möglichkeit, in diese Abwasserkanäle, Kanalisation zu gehen. Und da findet man auch einen Schädel Humanity, sage ich jetzt einfach mal. Oder Einsicht. Also hier zeige ich das Item mal. Dieses hier, Wissen des Verrückten. Und wenn man das einsetzt, könnte man sofort leveln, ohne dass man den Boss herausgefordert haben muss. Ist auf jeden Fall ein ganz netter Trick. Wer liegt denn hier? Ja, gut. Ja, sehr schön. Na, da haben wir es doch. Dann werden wir jetzt erstmal hier diese Lampe aktivieren. Zack. Und haben endlich einen neuen Reisepunkt. Juhu! So, wir gucken uns trotzdem hier nochmal ein bisschen um. Wie es aussieht, hat der Typ hier ganz schön den Boden aufgewischt. Hier liegen überall irgendwelche Leichen rum. Kann man hier klopfen? Nein. Ganz schön dunkel gerade hier. Nehmen wir unsere Fackel. Doppeltes Licht ist immer gut. Ja, aber wie es aussieht, ist hier nichts weiter. Naja. Geist ansehen. An den Gräbern kann man auch nicht irgendwas lesen oder so. Naja. Dann eben nicht. L3. Okay. Na gut. Ja, mehr gibt's ja anscheinend nicht. Wie gesagt, hier liegen nur ganz viele Leichen rum. Wunderschöne Leichen. Geil, wir sind nicht gestorben in diesem Part bis jetzt. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Na gut. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Ich hatte doch hier vorhin, wo ich hier runtergedroppt bin, ja, Gegenstand voraus. Hier. Huch. Das hier ist übrigens auch eine Besonderheit. Geht's nicht mehr? Ja, doch, es geht noch. Na komm. Hier. Man kann jetzt, wenn man so eine Hinweise legt, auch da eine Geste mit dazu packen. Wie man das macht, habe ich noch nicht rausgefunden. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir nehmen unser super smartes Notizbuch. Gemachte Hinweise, gelesene Notiz machen. Ah, guck mal hier.
Man kann hier mit R1 noch viel, viel mehr anpassen. Ach du Scheiße. Ja, Vorlagen. Wir machen einfach mal... traurig. Wundersam. Nicht hier, außer... hier. Wartet mal, wir machen das mal so hier. Gegenstand voraus. Hier. Konjunktionen. Darum. Tritt vor. Ja, das finde ich doch schön. Und dann machen wir mal noch eine Geste. Abschließen. So, mal gucken. Hehe, cool. Das gefällt mir doch ganz gut. Zack. Rotjuwelbrosche. Gucken wir mal gleich, was das ist. Hellrote Brosche bringt Tropfen Blutedelstein. Hellrote Brosche einer Frau mit dem eingravierten Namen Viola. Vielleicht ist das Juwel ein Geschenk eines Jägers zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Mit dem richtigen Werkstattwerkzeug können verschiedene Waffen verstärkt werden. Okay, geiles Item. Das Problem ist ja, wir haben jetzt die Eltern, das scheint hier die Mutter gewesen zu sein. Und der Endboss war halt der Vater von dem kleinen Mädchen, was uns die Spieluhr gegeben hatte. Wir müssten jetzt natürlich nochmal zurück zu dem kleinen Mädchen und der schon davon berichten, dass wir ihre Eltern getötet haben. Beziehungsweise wahrscheinlich der Vater die Mutter gekillt haben. Nice. Oh, der Sound. Boah, geil. Und dann geht's auf jeden Fall hinter dem Türchen weiter. Cool, ja. Hui. Jetzt müssen wir natürlich nochmal schauen. Juhu. Wo das war mit dem kleinen Mädel. Aber ich glaube, ich weiß noch in etwa, wo das war. Das ist ja geil, wie der dort da sitzt. Nice. Hui. Ich finde das so cool mit dem Blut, wie durchsüfft der dann aussieht nach der Zeit. So, ja, hier war unser Shortcut. Das Spiel ist einfach so toll. Ich kann euch immer nur empfehlen, legt es euch zu. Selbst wenn ihr mit den Souls-Spielen nicht so viel anfangen könnt, ihr werdet, das kann ich euch schon versprechen, nachdem ihr das Spiel angefangen habt, jedes Souls-Spiel unbedingt spielen wollen, weil sie einfach alle fucking awesome sind. Das ist doch einfach mal... ja, ein geiler Gedanke. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo war denn das? Ich weiß noch die Stelle, wo das war. Hier. Tatsächlich. Hier, da hinten ist es nämlich. Ach, da ist doch noch einer. Hätten wir doch beinahe übersehen.
So. Und hier an der Tür war es meines Wissens nach. Hier an dieser. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn... Nein, verdammt, das war die falsche Tür. Scheiße. Ja, diese Fremden sind wirklich gut. Na los, gib es zu. Ach, was. Nein, verdammt, ich weiß nicht mehr, wo das war. Fuck. Ach, eine Option haben wir noch. Gucken, ob ich da jetzt fix hinkomme. Weil hier kommen wir nicht hoch. Wir müssten hier rumlaufen, genau. Hat ich die gekillt? Ja. Nee, wartet mal, nicht hier außen rum. Wir müssen hier oben rum. Scheiße, müssen wir auch an den scheiß Wölfen vorbei. So. Hui. Und Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Oh, ein Item. So. Hallo, Hundi. Kutschiku. Ah, oh, friss Kiesel. Hallo? Ich wollte schon sagen, haben die sich jetzt beide verpisst? Oh. Ey, die sind übel mies, die Viecher. Oh. Das war eine Kacke. Ja, komm ran. Die haben einen Attackenspeed drauf, das ist unfassbar. Härter als die ganzen Bosse sind die Dudes, ey. Unbelievable. Puh, so, alles klar. Ich darf bloß nicht vergessen, was ich eigentlich jetzt machen wollte. Ja, hier runter wollte ich, genau. Noch ein Hundi? Gut. Guten Tag, Digga Mann. Und so. Nice. So, und ich glaube, das war doch hier irgendwo. Hoffe ich zumindest. Beziehungsweise hätte ich echt keine Ahnung mehr, wenn es nicht der Fall war. Hier vielleicht? Nee. Hier. Hallo, Herr Jäger. Ja. Sie haben meine Mami noch nicht gefunden? Herr Jäger. War es wirklich sie? Mami, Mami, lass mich nicht allein. Toll. Ganz toll. Da dachte ich mal, ich bin so fair und gebe dir dieses super geile Item.
aber anscheinend wäre es besser gewesen, wenn wir die Hoffnung lassen, dass ihre Mami noch lebt. Na gut, haben wir wieder einen Traum zerstört. Das können wir doch sehr gut. Das ist Be a Dude Style vom Feinsten. Und jetzt können wir uns doch endlich mal hier zurück teleportieren. Guck mal, wir haben sogar unsere Seelen, verdammt, schon wieder falsch gemacht, unsere Blutechos wieder ein wenig maximiert. 4400, das ist ordentlich. Die Typen hier hinten holen wir uns auch mal noch, weil da ist dann unser, oh, das sieht so geil aus. Da ist dann unser, na, was wollte ich sagen, unser Feuer, beziehungsweise Laternchen, womit wir uns zurück teleportieren. Erstmal holen wir uns den dicken Typen. Na komm, hol aus. Shit. Ey, warum klappt denn das nicht? Das war knapp. So, zurück in den Traum des Jägers. Ah, da fällt mir gerade noch was ein. Hat mir der Kumpel auch gesagt, wir versuchen uns ein bisschen auszutauschen. Er kommt auf jeden Fall immer schon ein Stückchen weiter als ich. Da ich das ja hier in Form von meinen Let's Plays immer nur aufnehmen kann, wenn ich auch ein paar Kameraaufnahmemöglichkeiten habe. Und er hat mir gesagt, dass hier oben, ich sage ihm dann auch immer, bitte spoiler mich nicht zu, du kannst mir gerne Tipps geben, aber verrat mir nicht, was passiert und wie das funktioniert. Wo war's? Genau hier. Hier, an dieser Schale, wo da steht, ja, steht ja auch da mit Einsicht kaufen. Hab doch verbunden zu sein, aber es gibt keine Boten. Er hat gesagt, dass wenn wir 10 haben, hier etwas passiert. Und wir haben jetzt 8. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht mehr so viel. 2 Stück brauchen wir noch. Wir könnten das ja jetzt auch machen, indem wir unsere Einsicht einfach mal nehmen. Und das können wir eigentlich doch einfach mal machen, ne? Jetzt haben wir 10. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ha, cool. Ah, und jetzt können wir hier sozusagen für Einsicht und Sachen kaufen. Ui. Ach, das ist die Boss-Rüstung. Nice, ich verstehe. Cool. Wie heißt denn der nur? Gascoigns. Oh Gott, das kann man gar nicht aussprechen. Ja, gut. Was gibt's denn hier? Einen kräftigen Blutcocktail, um Gegner anzulocken. Nutzlos. Kleine nachhallende Glocke. Leute, die Glocke, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Oh, nice. Kleine Glocke, die im Labyrinth entdeckt wurde. Ihr Klang hallt in den Welten wieder. Der erste Jäger rief damit Jäger aus anderen Welten zusammen, um zu kooperieren. Sie klingt mit ihrem Gegenstück der Herausforderungsglocke. Läute sie, um Jägern in anderen Welten zu helfen. Hinweis, nur Online-Nutzung, offline nicht einsetzbar. Und dann haben wir noch die finstere, nachhallende Glocke. Blutbefleckte Glocke, die im alten unterirdischen Labyrinth entdeckt wurde. Eine der Resonanzglocken, die Klüfte zwischen Welten überwinden. Doch diese läutet für Unglück und Bosheit. Die finstere Glocke ist ein Objekt finsterer Gedanken. Läute sie und werde der Gegner eines Jägers einer anderen Welt. Also das Invade-Ding sozusagen. Naja, müssen wir uns schon kaufen. So. Ach, guck mal, jetzt verschwinden die wieder.
Okay, also immer nur, wenn wir 10 haben, können wir hier einkaufen. Das ist auf jeden Fall echt interessant. So, gucken wir mal, ob es jetzt hier noch irgendwas Schickes Neues gibt. Nö. Nö. Zack. Dann leveln wir doch einfach mal. Zack. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Ah, Sie finden, Sie sprechen. Ja, mehr hat die anscheinend nie zu sagen. Ein ganzes Level-Up können wir machen. Alter Schwede, das ist ja mittlerweile schon richtig teuer geworden. Hm. Naja gut, wir machen mal einen Punkt in die Blutfärbung. Immer schön alles ein bisschen abtunen, damit unsere Schusswaffe mal ein bisschen effektiver wird, beziehungsweise wir dann auch mal eine bessere nehmen können. So. Lebt wohl, möget ihr euer. Sehr schön. Ja. Na, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Gehen wir nochmal hier rein. Noch ein paar Kugeln vielleicht? Nee, hä? Okay, Kugeln sind echt selten. Guck mal, wir haben 71 Blutfiolen. Alter Schwede. Das ist echt viel. Naja, gut. Ach so, und dann gab es ja hier noch das hier. Persönliche Gegenstände. Das ist sowas wie nochmal so ein zweiter Quickslot. Und da werden wir uns mal hier diese ganzen Sachen reinhauen. So. Cool. Zack. So, Grab des Ödons. Das war's, genau. Da gehen wir jetzt hin. Yeah. Sagt denn die Zeit? Oh, die Zeit sagt, wir sollten auch mal so langsam zum Ende kommen. Ich will aber nicht. Jetzt, wo wir endlich den Boss besiegt haben und jetzt mal in ein neues Gebiet vorstoßen könnten. Verdammt, verdammt, verdammt. Andererseits, ich habe noch eine Idee und das könnten wir jetzt auch mal ausprobieren. So auf die Schnelle. Ein Versuch ist es ja auf jeden Fall nochmal wert. Und wenn es jetzt nicht innerhalb hier von 2-3 Minütchen klappt, dann lasse ich's. Und zwar probieren wir uns jetzt mal hier eine andere Welt rufen zu lassen. So war das? Hier. Suche nach dem Läuten einer Herausforderungsglocke. Ja. Scheint gut zu funktionieren, auf jeden Fall. Und wir wurden gerufen, geil. Das ging ja fix. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Ah, wir sind schon jetzt in der Welt. Ja, nice. Dann machen wir ja jetzt erstmal hier. So, guten Tag, lieber Bar Osaka. Du bist Teil meines Let's Plays. Und zusammen werden wir jetzt diesen Typen hier oben kaputt machen. Geil. Na, da machen wir doch jetzt mal hier ein bisschen krasse Action. Ich hoffe, der hat ein bisschen was drauf. Okay, da können wir uns doch mal diese wunderschöne Sequenz hier angucken.
Ja, aber hat jetzt recht gut funktioniert mit der Herausforderungsglocke. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das mit den Zeichenlegen aus Dark und Demon's Souls cooler war. Weil dadurch hatte man immer diese kleinen Dinger und konnte sich auch Spieler aussuchen. Jetzt ist es so, dass man halt eben per Zufall zusammengewürfelt wird. So, mal gucken, ob wir den nochmal hinbekommen. Zusammen mit dem Typen zusammen. Gut, los geht's. So. Digga, hält dich doch mal. Komm schon! Nein! Nein! 2 Millisekunden vor dem Tod ist mein Dude gestorben. Aber es war ein bisschen meine Schuld. Ich lag halt hinten. Der wurde vollkommen fertig gemacht und der hat nicht so ein geiles Gear, wie ich das habe. Aber ohne Scheiß, das hat echt Bock gemacht und war richtig gut und hat auch vom Netzcode recht gut funktioniert und nicht so ekelhaft geleckt, wie das in Dark Souls der Fall war. Naja. Auf jeden Fall ein nettes Ding. Schön, dass das funktioniert hat. Wäre natürlich noch geil gewesen, wenn wir es jetzt geschafft hätten. Vielleicht versuchen wir das zum Start des nächsten Parts nochmal. So ein bisschen Boss-Multiplayer-Action ist ja auch immer ganz cool. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall leider erstmal wieder mit diesem Part von euch, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen... Oh, verdammt. Gegner. Oh, fuck. Oh, fuck. Gut, wo war ich? Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst den Abo-Knopf nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bin's, der Be a Dude. Ja, bis dahin. Peace.